Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Und zwar heute der gute Bobby Firmino. Wir haben ja im letzten Video Kevin De Bruyne getestet und die Karte von Bobby Firmino sieht eigentlich sehr interessant aus. Das könnte so ein günstiger De Bruyne sein, sagen wir es einmal so. Er ist ja sowieso ohnehin ein sehr, sehr stabiler Spieler. Aber wenn man die Karten ein bisschen miteinander vergleicht, dann merkt man, dass beide ungefähr das gleiche Tempo haben. De Bruyne den besseren Schuss und den besseren Pass hat, dafür Firmino das bessere Dribbling. Das heißt, mit einem anderen Cam-Style kann man Firmino da vielleicht so weit pushen, dass er ein günstiger Ersatz für De Bruyne ist, und das werden wir uns jetzt genauer anschauen. So, also er ist 1,81 groß, hoch Arbeitsrate, starker Fuß rechts, das ist alles gleich wie bei De Bruyne. Dafür hat er 5 Sterne Spezialbewegungen und 4 Sterne schwacher Fuß, bei De Bruyne ist das umgekehrt. Spielt bei Liverpool in der Premier League und wie gesagt, um die Werte da jetzt zu pushen, habe ich ihm einen Catalyst gegeben. Damit geht der Antritt auf 88, die Sprintgeschwindigkeit auf 87, damit ist er auf jeden Fall schon mal schneller als De Bruyne mit dem Engine. Sein Stellungsspiel bei 86, das ist schlechter als bei De Bruyne. Alle diese Werte sind jetzt ein bisschen schlechter wie bei De Bruyne. Also der Abschluss ist mit 80, Schusskraft 82, die Fernschüsse 77, die Volleys mit 85 und Elfmeter mit 72. Das heißt, da machen wir jetzt schon Abstriche. Aber sein Passspiel, Übersicht 86, die Flanken gehen hoch auf 88, die Freistoßpräzision auf 75, der kurze Pass geht auf 92 und der lange Pass auf 86. Effe geht auf 86. Kurzer und langer Pass auch immer noch schlechter als bei De Bruyne, aber wie gesagt, wir werden das jetzt testen. Dafür hat er bessere Beweglichkeit von Grund auf 85, Balance 86, Reaktion 90, Ballkontrolle 91, Dribbling 90 und Ruhewert 88. Auch die Defensivwerte sind sehr stabil. Er hat 75 Kopfballpräzision bei 81 Sprungkraft, Abfangen bei 58, defensives Bewusstsein 60, die Fernzweikämpfe 64 und die Grätsche 42. Hat 88 Ausdauer, auch sehr, sehr stabil für einen ZOM. Also wir werden ihn als ZOM spielen. Stärke hat er 74 und Aggressivität 75. Und bei den Eigenschaften hat er dann noch den Außenrissschuss, den Flair-Schuss. Und das war es einmal, der Rest ist CPU, aber Außenriss und Flair ist schon mal sehr, sehr nice. Wie gesagt, das einzige Fragezeichen ist, ob der Schuss stabil genug ist, weil der von De Bruyne ist halt schon sehr, sehr massiv. So, im Team steht er eigentlich jetzt demselben wie das Team, das ich auch mit De Bruyne gespielt habe, also Wijnaldum und Henderson auf der Doppel-6 im Prinzip, wobei Wijnaldum der Offensive ist, auf den Flügeln Lucas Moura und Leroy Sané, im Sturm vorne Aubameyang, Bobby Firmino, wie gesagt, wird als ZOM spielen und hinten wieder Davis, Alaba, Gomez und Semedo und im Tor Neuer, und so werden wir jetzt reinstarten und schauen, wie der gute Bobby performt. So, unser erster Gegner, der hat auch ein komplettes Premier League Team, schaut sehr stabil aus, also sind schon einige ganz nette Spieler dabei. So, jetzt werden wir gleich mal das Dribbling da ein bisschen austesten von Firmino. Ich muss sagen, das fühlt sich jetzt auf den ersten Test mal schon ein bisschen agiler und flinker an wie das von De Bruyne, aber schauen wir uns den Rest genauer an. Ja, gut nachgegangen. Der Pass auf Ober und Ober netzt. Ja, schön der Zug da nach vorne jetzt von Firmino, der Pass war nicht so gut, gut nachgegangen. Und yes, Sané netzt. Oh, jetzt holt er da einen Elfmeter auch noch raus. Den hätten wir eigentlich nur mehr einschieben müssen. Er hat zwar nicht die besten Elfmeterwerte, wir werden trotzdem mit ihm schießen, ihr kennt's mich. Yes, und den macht er. Ja. Guter erster Eindruck, ich glaube nach 12 Minuten bekommen wir jetzt auch den Rage Quit. Schauen wir mal. Jo. Also das Debüt hat nicht sehr lange gedauert von Bobby Firmino. Ich glaube, ich brauche euch da jetzt nicht allzu viel zeigen. Er hat den Elfmeter verwandelt, er hat eine Vorlage gemacht, er hat einen Schuss aufs Tor gehabt. 8 von 10 Pässen erfolgreich, 9 von 9 Dribblings, ja, und das war's dann auch schon. So, nach dem kurzen Debüt von Firmino spielen wir da jetzt gegen ein Serie A Squad. Ja, wie gesagt, 1 Minute 44, dann war es vorbei. Also leider ein Spiel, das Bobby Firmino dann hat, das in seiner Statistik aufscheint. Der nächste Gegner, schauen wir, ob der will. Mit einer Premier League Squad wieder. Mit Lindelof und Rüdiger, das sehe ich auch öfters in letzter Zeit. Das dürfte ein gutes Duo sein. Ja, du darfst vorgehen, Firmino.
Ja, schade. Ja, ich musste das jetzt manuell triggern. Er hat nicht so den Zug wie De Bruyne zum Tor, der Firmino. Ja, gut, der läuft jetzt. Oh, der passt auch sehr lecker. Ja, schade, dass der nicht gekommen ist. Aber er lässt sie immer zurückfallen hinter den 16er. Muss man schauen. Oha, sehr, sehr nice. Da, ich korrigiere mir jetzt, der Zug zum Tor war jetzt da und den hat er super gemacht. Schön, wie er da noch vorgestochen ist. Oh, da hätte er einen schönen Zug jetzt gehabt zum Tor. Probier mal einen Schuss. Ja, stabil. Jo. Also muss sagen, Firmino bisher sehr, sehr nice. Ja, schade. Aber wie gesagt, er sucht jetzt immer wieder den Zug zum Tor, also den Weg zum Tor. Schon stabil. So, schauen wir mal, wie er da jetzt noch vorzieht. Kommt gut mitten rein. Yes! Alter, Maschine. Maschine Firmino. Ja, Grafik verkackt die EA. Also die Animation. Hübsche Beine haben's. Oh, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, schade, ich wollte mal einen Weitschuss mit ihm probieren. So, 75. Minute, wir sehen, er ist da schon, naja, fast bei der Hälfte von seiner Ausdauer, aber auch Ober ist ungefähr gleich, also verliert er schon ordentlich jetzt. Jo. Sehr nice wieder, wie er da auf der Seite gelauert hat. Ja, sehr schön mitgenommen von Firmino. So, also das erste Spiel, das wir jetzt komplett durchgespielt haben mit ihm, bekommt eine 10er Bewertung und Spieler des Tages, hat 3 Tore gemacht und eine Vorlage. 6 von 8 Schüssen erfolgreich, 36 von 39 Pässen erfolgreich, 40 von 41 abgeschlossenen Dribblings. Ja, und das war's. So, und da bekommen wir jetzt, ja, so eine ordentliche Squad mit Varane, Gomez, Fati, Vardy, Salah. Sehr, sehr nice wieder. Ja, die Laufwege sind auch sehr, sehr nice. Ja, das ist gut nach hinten gekommen jetzt auch für Minio. Oh, super Pass von Firmino und Ober. Eiskalt. Eiskalt. Ja, das sind wir jetzt sehr, sehr schön ausgekontert, also ausgekontert, ausgespielt worden. So, jetzt sind wir in der 66. Minute. Da hat Firmino eigentlich noch relativ gute Ausdauerwerte. Ja, schön wieder nach vorgegangen. Ja, der Pass war jetzt. Das war ein X-Pass jetzt. Oh, schön von Firmino, komm. Oh, den kriegt er noch rein sogar. Schade. Oh, Traumpass wieder von Firmino. Ja, komm, komm, mach ihn. Let's go. Nice, der Laufweg dann, der Pass, der Laufweg, alles perfekt. So, wieder bekommt er den Spieler des Tages mit einer 8,9er Bewertung. 2 Tore hat er gemacht und eine Vorlage hat er gegeben. 2 Schüsse aufs Tor, einer erfolgreich. 27 von 32 erfolgreichen Pässen und 30 von 32 abgeschlossenen Dribblings.
Flanken und so weiter gab es dann keine mehr. Also nur um euch das jetzt auch mal zu zeigen, ich spiele in Division 4 mit jetzt einem Skillwert von 1446 und der Gegner hatte 1431, also man kriegte da immer ziemlich gleichwertige Gegner. Der Gegner davor war zwar jetzt nicht so ein großer Maßstab, war aber auch in meiner Region, also von dem her passt das schon ganz gut. Wir kommen zum Fazit mit Bobby Firmino. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll, weil der kostet ein Drittel von De Bruyne und rasiert halt eigentlich genauso, ne? 4 Spiele, wobei man dazu sagen muss, ein Spiel hat 12 Minuten gedauert, ihr habt es gesehen, und das zweite Spiel war sofort nach Anpfiff abgebrochen. Also im Prinzip habe ich mit ihm 2 Spiele und 12 Minuten gespielt und da hat der gute Kerl einfach 6 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Also sagen wir mal, das sind fast 3 Torbeteiligungen, ne? Also es sind 3 Torbeteiligungen pro Spiel. Das ist schon äußerst stabil. Ich meine, ich habe De Bruyne jetzt 10 Spiele gespielt. Ich habe da seine Karte jetzt mal neben ihn gelegt. Also der hat 14 Tore und 6 Vorlagen, also 2 Torbeteiligungen pro Spiel. Das ist schon auch sehr, sehr stabil. Aber Bobby Firmino hat das jetzt eigentlich nochmal übertroffen. Und ihr habt es gesehen, ich habe sich jetzt kurz vorher reingeschnitten vor der Abmoderation. Ich spiele in Division 4 und auch mit De Bruyne habe ich alle Spiele in dieser Division 4 gemacht. Der Gegner im dritten Game, glaube ich, war jetzt zwar nicht so gut und auch das erste Game, der Rage Quit, der dürfte auch nicht so gut gewesen sein, aber die sind halt alle trotzdem in meinem Skill Range. Also, aber was können wir über Bobby Firmino sagen? Sein Passspiel ist sehr, sehr nice, wobei ich da sagen muss, da werde ich ihm einen halben Punkt abziehen, weil da findet De Bruyne noch einmal eine Spur geiler. Also De Bruyne spielt noch mal präzisere Pässe, kommt man vor. Obwohl Firmino hat, glaube ich, mehr angekommene Pässe, also Pässe, die angekommen sind, gehabt, als es De Bruyne hat. Aber ja, es fühlt sich bei De Bruyne noch mal gefühlt eine Spur besser an. Der Schuss von De Bruyne ist ein bisschen besser, wobei Firmino da gut geliefert hat. Aber ich glaube, gefühlt hat De Bruyne noch einmal den feineren Schuss. Bei Firmino hatte das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr aufladen wie bei De Bruyne, würden auch die Werte von ihm halt widerspiegeln. Dafür habe ich mit dem Catalyst auf Firmino den Vorteil, dass er schneller ist, und das habe ich in einigen Situationen gemerkt. Es ist zwar schon am Limit, also wenn der Gegner schnelle Innenverteidiger oder schnelle Außenverteidiger hat, dann ist es schon hart am Limit auch mit dem Catalyst, aber ansonsten, er geht gut mit nach hinten, er arbeitet gut mit nach hinten. Seine Defensiv- und Physiswerte sind sehr, sehr stabil. Also da kann man sich auf ihn verlassen. Das Dribbling ist noch einmal ein Pluspunkt zu De Bruyne. Also sein Dribbling ist absolut besser. Das kann ich so auf jeden Fall sagen. Es fühlt sich absolut feiner an als das von De Bruyne. De Bruyne zwar stabil, aber da ist Firmino noch mal den Ticken drüber, würde ich sagen. Und ja, also aufgrund der Overall Bewertungen. Ich habe gesagt, ich muss ihm einen halben Punkt abziehen, aber dafür muss ich ihm für die Geschwindigkeit wieder einen halben Punkt. Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, ich gebe dem auch einen 9 von 10, weil ich kann nicht anders, wenn man sich die Werte ansieht, ich kann einfach ihm keine andere Bewertung geben, und mit dem Preis eigentlich, dadurch, dass er ein Drittel von De Bruyne kostet oder weniger als ein Drittel von De Bruyne, eigentlich müsste man ihm eine 10 geben, aber man muss so fair sein, dass man die beiden irgendwie miteinander auf eine Stufe stellt. Also wenn das euer Spielertyp ist, er ist ja im Prinzip, kommt ja als Mittelstürmer eigentlich, aber ich spiele diese Mittelstürmer gerne als ZOM, weil sie halt torgefährlich sind und im Falle von De Bruyne und von Firmino jetzt auch immer sehr gut mit nach hinten arbeiten. Thomas Müller war bei mir in FIFA 20 auch so ein Typ. Leider ist Thomas Müller in dem Spiel relativ langsam, wobei ich habe in ein paar Games gespielt und da war der auch sehr gut bei mir. Also in meinen Formationen mit dem 4-2-3-1, wenn der hinter dem Stürmer als ZOM spielt und dort alles machen darf im Prinzip, also der hat keine Anweisungen, so wie die Karte halt kommt, dann rasieren diese Leute bei mir immer extrem. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überzeugt von Firmino und ich muss mir das echt gut überlegen, ob ich nicht De Bruyne verkaufe und dann mein Team woanders verstärkt, zum Beispiel Van Dijk zu holen mit den Coins, die ich mir da spare, weil Firmino hat echt geliefert, muss ich sagen. Aber ihr habt es gesehen, ich habe euch die besten Ausschnitte hineingepackt. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar, schreibt mir, was ihr gern sehen wollt, was gut ist, was schlecht ist, was ihr euch wünschen würdet. Das hilft mir, dass meine Videos auch ein bisschen weiterkommen hier auf YouTube.
Und damit würde ich sagen, vielen Dank für euren Support und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.